Hallo und herzlich willkommen bei einem Teil des Ziele Livestream. Ich bin gerade kurz vor der Promenade von Ziele und wir schauen uns heute die aktuelle Wassertemperatur an, jetzt Ende Mai, denn ich habe auch schon viele Anschriften bekommen, wie jetzt wohl aktuell die Wassertemperatur ist im Mittelmeer. Und die schauen wir uns einmal hier live an, beim Steg, beim Seen Valentine Hotel, beim Seen Quality da vorne. Aber wir fangen heute mal bei der Seite an. Ich bin hier zwischen dem Sunrise Queen Hotel und dem Barut Arum Hotel. Und von hier aus gehen wir mal in die Richtung und schauen, was sich alles getan hat und wie es hier ausschaut. Und dann schauen wir uns, wie gesagt, nochmal die Wassertemperatur an. Ich werde dann hier einmal die Kamera drehen. Dann wissen auch schon sicherlich sehr, sehr viele, wo wir hier sind. Das ist hier der Blick in Richtung Ziele. Da sieht man das Sunrise Queen Hotel, was noch in der Renovierung ist, jetzt seit etwas längerem. Aber da sieht man, dass sie schon die Liegen draußen haben. Das heißt, das Hotel macht auch jetzt demnächst auf. Und hier haben wir einen Blick gegen die Sonne. Wir werden hier auf der Promenade zu unserem Steg gehen und werden dann am Strand wieder zurückkommen. Und da sieht man auch den Steg vom Barut Arum Hotel. Wie gesagt, wir sind hier auch direkt vor dem Barut Arum. Und die Hotels haben Abendessenzeit. Viele sind am Essen oder viele haben schon gegessen. Denn viele Hotels machen schon um 18.30 Uhr das Buffet auf. Hier sieht man den schicken Strand, wie man den auch von den Barut Hotels kennt. Dass das schon alles für den nächsten Tag vorbereitet ist. Das sieht man hier auf der Promenade. Die Arum-Kette hat ja hier drei Hotels auf der Promenade. Einmal das Barut Hemera, Barut Arum und das Jennet Akanthus Barut Hotel. Die drei Hotels sind hier direkt auf der Promenade von Ziele. Und wir hatten heute in der Früh ein bisschen, was heißt ein bisschen, stark bewölktes Wetter. Ich dachte, das würde den ganzen Tag so bleiben. Aber am Nachmittag kam wieder die Sonne, womit ich eigentlich nicht gerechnet hatte heute. Es war ja für heute in der Früh eigentlich nur angezeigt, aber es sah so aus, als wenn es den ganzen Tag schlechtes Wetter geben würde. Hier nochmal der Blick zurück, bevor die scharfe Kurve kommt, dass man nochmal die Promenade von hier aus schaut und sieht, denn die Promenade hat hier einige scharfe Kurven. Und am Nachmittag kam dann doch noch die Sonne, sodass die Leute einen tollen Urlaubstag noch hatten mit guten 27 Grad heute. Da sieht man noch die Sonne jetzt im Blickfeld. Und immer wenn es tolles Wetter ist, genießen natürlich auch die Tiere das Wetter. Hier geht gerade so ein toller Wind. Und da sieht man, wie die Katze hier ganz gemütlich sitzt, liegt. Ja, und ob sie sich wohl die Füße gewaschen hat, das brauchen ja Katzen nicht. Die haben ja mal saubere Pfötchen, nicht wahr, du wunderschöne Katze? Ja, und dann ist hier der Strandabschnitt vom The Sands Deluxe mit der tollen Aussicht. Und dann gehen wir mal weiter in Richtung unserem Steg, um uns die Wassertemperatur anzuschauen. Mal sehen, wie warm das Wasser heute ist. Das interessiert mich auch. Es ist jetzt über 2 Wochen her, dass wir uns die Wassertemperatur angeschaut hatten.
Wir hatten die letzten Tage 13 Hotels vorgestellt. Also das war eine richtige Hotelserie, die wir vorgestellt hatten. Ich glaube, das hat bis heute noch kein Influencer hinbekommen oder so viel vorgestellt, so wie ich das jetzt gemacht hatte. Jetzt muss ich halt auch ein, zwei Tage ein bisschen Ruhe haben, denn jetzt 13 Hotels in 2 Wochen ist auch sehr viel Arbeit. Allein wenn man dahin geht, anreist, sich erstmal alles anschaut, erklärt, wie es gemacht wird und dann nochmal das Hotel komplett zu filmen, die Konzentration und alles Mögliche. Und dann geht es jetzt aber die Tage wieder weiter mit den Hotels. Also es kommt wieder eine richtige Serie mit ganz vielen Hotels. Und wer gerne dabei sein will, nicht vergessen, die Seite Antalya City Livestream zu abonnieren, um auch immer live dabei zu sein. Also jetzt morgen steht noch nicht fest, wo ich genau hingehe, aber am Mittwoch ist dann das Grand Checker Hotel. Am Donnerstag geht es nach Kizilot und dann geht es halt weiter mit den ganzen Hotels. Wie gesagt, die Tage werden wieder viele Hotels vorgestellt. Ne? Ja, und dann sind wir jetzt hier vor dem Paloma Perisia. In das Hotel kommen wir auch noch. Das wird auch hier die nächsten Tage mal dran sein, dass wir uns das anschauen. Das Paloma Ocean Resort Hotel haben wir uns ja schon angeschaut gehabt. Und jetzt kommt noch mal das Schwesterhotel die Tage. Na, was bist du denn für ein hübsches Tier hier auf der Promenade? Jetzt werden die Tiere auch aktiv zu dieser Uhrzeit. Und seht euch mal diesen herrlichen Blick an. Hier direkt vor dem Paloma Perisia Hotel. Und da vorne ist unser Steg und wir werden auch dahin gehen und uns gleich anschauen, wie warm das Wasser heute ist. Hier in Side an der türkischen Riviera. Das saubere Wasser vom Mittelmeer, was ausgezeichnet ist mit einer internationalen blauen Flagge. Und hier ist dann der Strand vom Mervistan Hotel. Genau hier. Und wenn man weitergeht, geht es nach Kumköy. Aber wir werden dann hier links runter gehen zu unserem Steg und uns dann die Wassertemperatur anschauen. Hier geht's runter. Und vergisst auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, wie warm das Wasser jetzt ist in Side, in der Türkei. Ende Mai. Da vorne ist unser Steg. Das sieht aus wie Hundestreit oder spielen die?
Hier ist noch ein kleiner Hund. Ja, die Hunde spielen. Ich dachte eben, die bekommen sich in die Haare. Und du warst auch gestern von meinem Laden und hast auch viel Futter von mir bekommen. Und ich habe aber jetzt nichts dabei. Den Hund kenne ich. Der war gestern bei mir vom Laden. Und schau mal, wie schön die spielen. Die Hunde. Hier am Strand von Kung Kui. So, und dann sind wir hier auf unserem Steg angekommen. Und hier nochmal ein Blick in Richtung Ortsmitte. Und die Hunde laufen mir hinterher. Rieche ich nach Katzen oder was, dass ihr mir so hinterherläuft? Und das Wasser ist heute auch ein bisschen aufgewühlt. Und ich habe jetzt das Thermometer aus der Tasche geholt. Und ich suche gerade eine Stelle aus, wo wir in Ruhe runtergehen können und dann das Wasser messen. Ich kann mal heute hier hingehen, das ist noch so gut weit drin. Jetzt schaut mal, wie viele kleine Krebse hier sind. Ja, und hier werden wir jetzt schauen, wie warm das Wasser ist. Schaut euch das mal an hier. Wir sind also schon ein paar Meter am Wasser. Hier. Und die Außentemperatur ist um die Uhrzeit 25 Grad. Das sieht man hier auch. Schaut mal, 24,9. Und jetzt machen wir mal das Thermometer hier ins Wasser. So, jetzt ist das Thermometer im Wasser. Und mal schauen, wie warm das Wasser ist. Und das geht ja gleich sofort hoch auf 25 Grad. Das heißt, es ist schon wärmer als vor 15 Tagen, vor über 15 Tagen sogar, glaube ich. Das war nicht bei 24 Grad. Und schaut mal, jetzt ist das Thermometer bei 26 Grad. Also es haben einige Leute auf 25 Grad geschätzt. Aber schaut mal, es ist 1 Grad wärmer als einige schon geschätzt haben. 26 Grad hat heute das Wasser hier. Es schwankt zwischen 25,9 und 26 Grad. Also man kann definitiv 26 Grad dazu sagen. Und es soll jetzt nächste Woche voller werden. Es sollen mehr Gäste kommen. Und die können sich hier auf die 26 Grad freuen im Mittelmeer.
Zum ersten Mal haben wir so lange das Thermometer am Wasser. Ich tue es euch nochmal da rein. Und schaut mal, da ändert sich nichts. Also 26 Grad, wie gesagt, hat heute das Wasser im Mittelmeer. Ja, an alle, die es interessiert und an alle, die jetzt die nächsten 2 Wochen kommen sollten, da wird sich nicht viel dran ändern. Ab Mitte Juni wird es hier automatisch richtig heiß und ab Mitte Juli wird es dann richtig heiß. Also ich finde 26 Grad schon warm. Wir gehen auch erst ab Mitte Mai ins Meer. Ich war dieses Jahr noch nicht im Meer, aber ich war sehr oft am Meer, aber das auch für euch, um euch hier mal die aktuelle Lage zu zeigen oder auch hier den Strand zu zeigen. Ich habe halt sehr wenig Zeit in meinem Alltag. Also richtig zum Baden habe ich da keine Zeit. Vielleicht im Hochsommer, wenn dann nichts los ist. Vormittag. Na, die Hunde werde ich nicht mehr los. Die laufen hinterher. Und das war unser Steg. Die Sonne ist jetzt hinter den Wolken. Daher wird man heute den Sonnenuntergang nicht richtig mitbekommen. Hier in Side. Und hier mal der Strand. Vom Paloma Rissier Hotel. Einmal der tolle Blick nochmal in Richtung Sonnenuntergang. Hier einmal die Loggias vom Paloma Peresia Hotel. Schauen Sie, dass da was vorbereitet wird. Vielleicht Geburtstag oder Hochzeitstag. Hier sind wir jetzt beim Wassersport. Und hier wieder bei einem Resistance Deluxe Hotel. Und der Steg sieht ja mal ganz toll aus. Hier beim Resistance Deluxe Hotel.
Und hier sind wir jetzt auch wieder beim Harum Hotel. Am Bau Harum, was auch sehr gepflegt ausschaut. Und gleich nebenan ist das Sunrise Queen Hotel. Das Hotel, was jetzt auch demnächst aufmachen soll. Oder vielleicht schon auf hat, ich weiß es nicht genau. Und das ist der Blick in Richtung Side. Und ungefähr hier hat auch unser Video heute angefangen. Hier beim Barum Hotel Strandabschnitt. Ich hoffe, wie schön das auch alles wieder vorbereitet ist für den nächsten Tag. Für die Gäste. Und hier haben wir wieder den Blick in Richtung Kumköy. Da in Richtung Meer. Und hier in Richtung Side. Und dann möchte ich mich für heute verabschieden an alle, die neu dazu gekommen sind. Das Wasser hat heute 26 Grad hier in Side. Wir messen ja circa alle zwei Wochen immer die Wassertemperatur. Und da sind auch, denke ich mal, viele Fragen beantwortet. Ich habe ja wieder Fragen gestellt bekommen, wie warm das Wasser ist. Es ist 2 Grad wärmer als Anfang Mai und es wird mit der Zeit auch sicherlich viel wärmer. Aber ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie warm das Wasser mal ist. Ich möchte mich dann für heute verabschieden. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.